Zo'n 100 jaar geleden begon de Eerste Wereldoorlog. En gooide het leven overhoop van talloze mannen, vrouwen en kinderen. Hun belevenissen legden zij vast in vele brieven en dagboeken. Want voor het eerst in de geschiedenis kon bijna iedereen lezen en schrijven. Zoals een meisje uit Freiburg in het zuiden van Duitsland. De 12-jarige Frida Hartmann. Eindelijk is het zover. Maandenlang heeft mijn zus Louise geoefend voor het Rode Kruis. Maar nou mag ze echt aan de slag. En ik ga haar helpen. Frida, kom snel. Nog nooit had ik zoveel gewonden bij elkaar gezien. Het was veel erger dan ik me had voorgesteld. Al die strakke, bleke gezichten. Wat een pijn moeten ze hebben. Ja, ze hadden ons hulp echt nodig. Hast du sie schon gefragt? Aber du siehst doch, dass ich zu tun habe. Aber du fragst sie doch noch, oder? Du hast es mir versprochen. Ja. Sag mal, wie siehst du eigentlich aus? Aan het front leiden soldaten een zwaar leven. En niet alleen door de kogels en de bommen van de vijand. Ze eten slecht, slapen weinig en kunnen zich bijna nooit wassen. Of het moet in de regen zijn, waar ze niet voor kunnen schuilen. Soms staan soldaten dag en nacht tot aan hun knieën in het ijskoude water. Daardoor zwellen hun voeten op en bevriezen. Als de tenen zwart worden, moeten ze worden afgezet. We hebben hier met de schlimmsten verletzingen en krankheiten te kämpfen. En du? Du spielst Karneval? Wat soll das? Dat is genauso wie Luises. Habe ich selbst gemacht. Entschuldigen Sie bitte, lassen Sie mich das erklären. Meine kleine Schwester... Ist der Verletzten-Transport schon eingetroffen? Ja. Ja, dann wissen Sie, was zu tun ist. Schwester Luise. Junges Fräulein, wir haben hier keine Zeit für Kindereien. Aber ich kann helfen. Ich will doch auch Krankenschwester werden. Du kannst doch nicht einfach so beim Roten Kreuz anfangen. Ich habe in Schweden 5 Jahre für diesen Beruf gelernt. Meine Schwester hat mir alles gezeigt. Und sie hat auch gesagt, dass sie jedes Pendel gebrauchen können. Aber deine Hände, die sind zu klein. Glaub mir, das hier ist kein Ort für Kinder. Geh nach Hause. In de Eerste Wereldoorlog vallen er zoveel gewonden dat er door het Rode Kruis al snel extra ziekenhuizen met dokters en verpleegsters moeten worden opgezet. Vanuit de hele wereld stromen vrijwilligers toe om te helpen. Ook uit landen die zelf helemaal niet in oorlog zijn, zoals Zwitserland, Nederland of Zweden. Een van hen is verpleegster Elsa Brentström, dochter van een Zweedse ambassadeur. Zij verzorgt Duitse krijgsgevangenen in Rusland en wordt door hen de Engel van Siberië genoemd. Deze vrijwilligers moeten zwaar werk doen in oorlogsgebieden en wagen vaak hun leven om anderen te redden. De arts is daar. Bitte machen Sie Platz. Alle Räume sind schon überfüllt. Es sind einfach zu viele. Und wir müssen den Flur frei halten. Das weiß ich alles. Wen haben wir hier? Gefreiter Kurt Berger. Er wurde in der Schlacht bei Loos verwundet. Er ist bei Bewusstsein, kann aber nichts sehen. Vielleicht können wir seine Augen reinigen. Da ist nichts mehr zu machen. Bringen Sie ihn raus. Warum? Was hat er? Frida? Ja. Dr. Würzen. Sie gehört nicht hierher. Ja, Schwester Ida, aber bei Ihnen in Schweden gibt es auch das Sprichwort, jeder fängt mal klein an. Hm? Und in Deutschland sagen wir, dass jemand am Leben ist, solange er noch atmet. Frida. Raus. Ich will dich hier nicht mehr sehen. Ich meine ja nur... Herr Dr. Wurzinger, entschuldigen Sie bitte, meine kleine Schwester, die ist manchmal einfach... Na, Moment!
willst wirklich die Wahrheit wissen, kleines Fräulein? Er hat zu viel Giftgas eingeatmet und deswegen kann er nicht richtig atmen. Bald wird er sterben. Siehst du? Bringen Sie ihn raus. Gifgas is het gemeenste wapen van de oorlog en wordt door alle landen ingezet. Het is niet te horen, niet te ruiken en soms zelfs niet te zien. Gifgas laat zich nergens door tegenhouden. Het is zwaarder dan lucht en daalt neer in bomkraters en schuilplaatsen. Niemand kan ze ertegen beschermen. Ja, soldaten moeten maar over een doek plassen en die tegen hun neus en mond houden, wordt er gezegd. Echte gasmaskers worden pas later uitgevonden. Die moeten soldaten altijd bij zich dragen, ook als ze slapen. Want bij een aanval hebben ze maar 20 seconden om hem op te zetten. En wie dat niet doet, is verloren. Frieda, es ist wirklich besser, wenn du jetzt nach Hause gehst. Du kannst hier nicht helfen. Was passiert hier? Die Soldaten, die Leichen der Soldaten werden zum Friedhof gebracht und begraben, damit keine Seuchen ausbrechen. Aber er lebt doch noch. Aber nicht mehr lange. Du kannst ihn doch hier nicht einfach so liegen lassen. Frieda, du hast doch gesehen, was da drin los ist. Ich muss wieder rein. Luise, bitte. Du hast immer gesagt, du willst den Menschen helfen. Darum bist du doch Krankenschwester geworden. Oder? Du hast doch gehört, was Dr. Wurzinger gesagt hat. Er wird sterben. Und was ist, wenn unser Vater hier läge? Ich kann nicht. Aber ich kann. Ich habe Zeit. Hilf mir. Bitte. Was willst du denn machen? Willst du ihn mit nach Hause nehmen? Nein. Wir können ihn. Vielleicht gibt es einen Abstellraum. Oder eine Kammer. Dort hätte es auch warm und trocken. Die Oberschwester wird uns dafür umbringen. Deshalb müssen wir uns beeilen. Versucht ihr immer noch, alle Leben zu retten? Wenn die Damen erlauben. Waar het gas is geweest, leeft niets meer. Alle dieren en mensen gaan dood, zelfs insecten. En wie nog leeft, gaat een vreselijke tijd tegemoet. Als je longen zijn aangetast door het gas, dan lopen ze vanzelf vol met vocht, dat hoger en hoger kruipt, tot je stikt. En wat het nog erger maakt, is dat het gebeurt in het donker. Want veel mannen zijn blind geworden door het gas.